Ja, heim mal wieder. Wow. Hi, liebe Leute. Ja, ich habe heute ein kleines Ausstattungsvideo. Es ist auch keine bezahlte Werbung oder so, sondern einfach eine persönliche Erfahrung, weil seit 5 Jahren habe ich da ein Teil am Bike, was vielleicht für manche ein bisschen hässlich aussieht, aber es ist einfach so praktisch, dass ich es auf jeden Fall immer am liebsten nutze. Und zwar geht es jetzt hier um meine Handwärmer, das sind die sogenannten Bike Pogies. Warm on Bikes, wie man sieht, die halten die Wärme, die Hände warm. Und man kann die ganz leicht abmachen, also ich zeige das mal, hier ist so ein Verschluss, dann kann man das öffnen, also das etwas weitermachen hier und dann abziehen. Also super einfach dran zu machen, abzumachen. Hier drin ist so ein weiches Futter, ich weiß nicht, ob man das hier so gut sehen kann. Ist aus recycelten PET-Flaschen, ist schön weich, angenehm. Ja, so sieht das aus, wenn man da steht und ja, kalte Hände sind damit einfach Geschichte, kann man ganz klar sagen. Und ja, es ist, kann ich von Bike zu Bike, ich habe hier ein paar Fahrräder, immer schön wechseln. Das ist eine Sekundensache. Ich habe es schon beim Skibiken benutze ich es auch. Wenn ich also auf Kufen fahre, im Schnee, im Winter. Ich habe es auch, als ich in Tirol war, beim Fatbike-Fahren dabei gehabt. Beim normalen Stadtrad mache ich es mir auch dran. Weil der Faktor ist nämlich, der Hauptpunkt, warum einem die Hände kalt werden, ist der Fahrtwind. Also wenn es jetzt kälter wird, manchmal morgens ist es jetzt schon fast 0 Grad hier im Hochsauerland, da muss man sich immer dickere Handschuhe anziehen, um noch quasi warme Finger zu haben. Und trotzdem durch den Fahrtwind werden die manchmal kalt oder man hat schlechtes Gefühl am Lenker, also weniger Gefühl und kann auch schlechter schalten. Und manche fahren jetzt richtig krass dicke Handschuhe. Und wenn es dann regnet, wird es noch schwieriger. Die Dinger hier sind auch wasserdicht, das ist super. Die sind jetzt wie gesagt auch schon 4 Jahre alt. Und im Dauereinsatz, dafür haben sie sich echt gut gehalten. Ich musste sie auch noch nie reparieren. Hier, jetzt kann man da, wenn es richtig kalt ist, also so ab 0 Grad oder so, kann man sich noch dünne Handschuhe darunter anziehen. Sonst kann man auch komplett ohne Handschuh. Ja, und was auch sehr praktisch ist, ich kann die auch, wenn mir dann bergauf heiß ist oder zwischendurch wird wärmer, dann kann ich auch einfach außen packen. Ich kann die schnell abmachen, Rucksack tun, ist ja kein Ding, die wiegen ja nichts. Und ich kann aber hier so bremsen ganz normal, kann hier schalten. Also man kann auch außen packen, wenn es einem zu warm darin wird. Oder man macht sie ab. Jetzt ist immer die Frage, wie ist das, kommt man raus bei Stürzen? Klemmt man vielleicht fest? Also ich bin bisher immer rausgekommen. Und ich habe mich schon mal bei Highspeed im Schnee in der Schweiz vor 2 Jahren mal sehr stark überschlagen. Und ich bin auch rausgekommen. Also ich bin nicht drin mit den Händen hängen geblieben. Also, jetzt die Frage, würdet ihr diese Bike-Pogies fahren oder würdet ihr sagen, boah, ne? Also von mir aus habe ich lieber kalte Hände oder trage ultra dicke Handschuhe. Oder sagt er, ja okay, für die Funktion passt es mir, das ist Optik, naja. Es gibt die übrigens auch in verschiedenen Farben, also wenn ihr den Pink haben wollt. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo man die gerade bestellen kann, ich habe sie vor 4 Jahren gekauft. In Holland sieht man auch mehr Leute damit. Holland, Schweden, gibt es ein paar Länder, die, wo das Alltagsradfahren im Winter auch einfach etablierter ist. Hier fahren ja viele dann im Winter gar nicht. Da sieht man die häufiger. Ja, also die Lappen, wie immer gesagt wird. Ja, die schlimmen Lappen, die ich fahre, dafür habe ich keine kalten Finger mehr beim Biken. Ich nehme das in Kauf und irgendwann gewöhnt man sich auch an die Optik. Ja, ich bin ganz gespannt, was ihr dazu denkt. No go für euch oder vielleicht mal ausprobieren. Preislich weiß ich gar nicht mehr, 50, 60 Euro. Wie gesagt, die sind sogar nachhaltig aus recycelten PET-Flaschen. Ich finde es einfach mega. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und dann, ja, behaltet schön warme Finger, auch im Winter. Vergesst das Radfahren nicht. Bitte probiert es mal, die ganze Saison durchzufahren, wenn ihr es eh schon nicht macht. Man braucht gute Kleidung, dann passt das. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.